Hallo, wir sind eine Gruppe von Menschen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum, also Rostock, Leipzig, Würzburg, Graz und Bern. Und wir überlegen uns eine Möglichkeit, wie Menschen komplexe arbeitsteilige Prozesse basierend auf Freiwilligkeit, also ohne Geld und Tausch, realisieren können. Warum wir das machen, lassen wir an dieser Stelle weg. Dazu gibt es auf unserer Website Texte und Erklärungen. Und die Details, wie wir das genau machen, lassen wir auch weg, weil auch das könnt ihr in unseren Texten auf der Website, die da verlinkt sind, euch durchlesen, wenn ihr Interesse habt. Aber wie das so ungefähr geht, also am Beispiel, das können wir euch hier einmal kurz zeigen. Also es geht um die Herstellung von Lebensmitteln und alles, was wir machen, geht davon aus, dass zuerst das Bedürfnis da ist, also der Wunsch nach etwas. In diesem Fall ist das der Wunsch nach einer Mahlzeit. Also stellen wir uns einfach vor, zwei Menschen äußern den Wunsch nach einer Mahlzeit. Die erste sagt, ich hätte gerne eine Mahlzeit, die soll eine warme Mahlzeit, vielleicht mittags. Ja, und die soll aus Gemüse bestehen und oder soll viel Gemüse haben und ich möchte das immer donnerstags haben. Donnerstags ist so der Tag da. Könnte ich gut so eine Mahlzeit gebrauchen, da bin ich vielleicht an einem bestimmten Ort und möchte da was Warmes essen und kann mich da nicht selber drum kümmern. Eine zweite Person sagt, ja, ich hätte auch gerne eine warme Mahlzeit, die soll vegan sein und auch eigentlich montags bis freitags brauche ich die. Ich bin immer montags bis freitags, bin ich, was weiß ich, in meinem Büro und da gibt es keine gute Möglichkeit, irgendwie was zu essen. So. Die Software würde jetzt ein bisschen rechnen und würde feststellen, oh, da gibt es zwei Wünsche, die überschneiden sich sozusagen. Zumindest wenn man annimmt, dass wir zum Beispiel donnerstags eine Mahlzeit kochen würden, eine warme, und dass die vegan wäre, dann könnten wir beide Wünsche mit einer Tätigkeit zufriedenstellen. Oder ja, genau. Damit wird also eine Tätigkeit freigeschaltet. Und diese Tätigkeit heißt, wir kochen ein veganes Gemüsecurry mit Reis dazu und genau. Und die Frage ist, wer möchte das machen? Und zwar wird jetzt in der gleichen App, in der zuvor die Wünsche eingegeben wurden, wird jetzt angezeigt, oh, es gibt eine Tätigkeit, wer möchte diese Tätigkeit ausführen, und zwar ein Curry kochen. Und dann können sich jetzt Menschen zuordnen, ordnet sich vielleicht jemand zu und sagt, jo, würde ich schon machen. Ich brauche aber, also kochen würde ich machen, aber ich bräuchte schon, also Gemüse habe ich nicht da und Reis habe ich auch nicht da und einen Topf fehlt mir jetzt leider auch, ich brauche so einen großen Topf. Wenn ich für so viele Leute, nehmen wir an, es sind jetzt mehr, vielleicht 5 oder 10 Leute, wenn ich so für so viele Leute kochen will, dann bräuchte ich eben auch noch einen großen Topf. Die Software stellt fest, aha, Gemüse, das ist ganz gut vorhanden, da gibt es irgendwie eine Frau, die arbeitet in der solidarischen Landwirtschaft und da bleibt, hat sie gerade eingestellt, so die nächsten Wochen wird immer Gemüse übrig sein. Das kann also verwendet werden, super. Und gleich um die Ecke, super cool, so ein großer Topf, das ist auch schon bekannt, dass es den gibt, den muss man nur abholen oder wird vorbeigebracht. Ganz einfach, Topf ist da. Aber der Reis, das geht nicht so einfach. Dann rechnet die Software wieder ein bisschen und stellt fest, Reis können wir bekommen, indem jemand einkaufen geht. Und schaltet also eine Tätigkeit Einkaufen frei. Und die erscheint jetzt wieder in der App, in der Liste der Tätigkeiten, die man so machen könnte, wenn man dann irgendwie was beitragen möchte. Und tatsächlich findet sich eine Person und die hätte Lust einkaufen zu gehen. So kochen ist nicht so ihrs, aber einkaufen doch. Einkaufen, das macht sie eigentlich ganz gerne. Schon okay. Und was sie dafür braucht, ist Geld, weil, ja, irgendwie, um den Reis zu bezahlen sozusagen. Vielleicht ist die Einkaufsliste auch ein bisschen länger als nur Reis. Also da könnten ja jetzt gleich mehrere Einkäufe zusammengefasst werden, das wäre jetzt kein Problem. Und das Geld kommt eben aus einem gemeinsamen Spendentopf. Weil wenn ich sonst nichts beisteuern kann, wenn ich vielleicht nicht kochen möchte oder nicht einkaufen möchte oder so, dann könnte ich ja immerhin was in den Spendentopf tun. Ne? So. Das ist dann meine Art, was beizutragen zu der ganzen Sache. So, die Person hat sich also eingetragen für das Einkaufen und hat auch gesagt, wo sie ungefähr einkaufen geht und hat dann gesagt, naja, aber weiter als so und so weit möchte sie den Einkauf auch nicht durch die Gegend tragen. Und die Software stellt fest, oh, da gibt es jetzt leider
eine Entfernungsdistanz. Die ist zu überbrücken, das ist alles im Rahmen so, ne? Sind vielleicht ein, zwei Kilometer oder so. Aber zu weit, als dass weder die Person, die es kocht, noch die, die einkaufen möchte, das machen. Und auch dafür kennt die Software eine Lösung. Und zwar heißt die Lösung, wir schalten eine Tätigkeit frei und die heißt Transport mit dem Lastenrad. Und dazu wird benötigt ein Lastenrad, das ist vorhanden lokal. Und natürlich der Reis und der Zoll wird der von A nach B transportiert. Die wird wieder freigeschaltet in der Software, erscheint in der Liste und zack, tatsächlich findet sich jemand. Die Frau hat Lust, mit dem Lastenrad den Reis durch die Gegend zu fahren. Und jetzt ist alles vorhanden, damit die zwei Personen ihr warmes Gericht am Donnerstag, ihr veganes Gericht am Donnerstag bekommen können. Und mit ein bisschen Kommunikation, die dann auch in der Software stattfindet, kann das Ganze also abgehandelt werden. Ja, und es geht sozusagen los. Und die erste Person, wenn die Spenden vorhanden sind, fängt die erste Person an einzukaufen. Danach wird der Reis transportiert. Es wird gekocht und dann gibt's Essen. Und damit ist der Prozess im Prinzip abgeschlossen. Die Bedürfnisse sind befriedigt und im Idealfall kann das natürlich jetzt regelmäßig stattfinden. Es war ja klar, das findet jetzt jeden Donnerstag statt. Der Aufwand, das zu organisieren, war ja jetzt doch halbwegs hoch sozusagen. Und vielleicht finden sich da dauerhafte Strukturen, dass die Leute sagen, das machen wir jetzt regelmäßig. Ich habe mich gefreut, dass ihr bis hierher durchgehalten habt, dass ihr zugehört und zugeschaut habt. Und bedanke mich also für eure Aufmerksamkeit. Und ja, freue mich, euch zu sehen, euch zu treffen, mit euch zu schreiben über unsere Kommunikationskanäle. Meldet euch bei uns, wenn euch das Projekt interessiert. Bis bald.